Jo Leute, und herzlich willkommen zu der 9. Folge von Dungeon Runner. Der leichtesten Adventure Map, die ich so kenne. Bitte nicht schon wieder irgendwo runterjumpen. Ich meinte nicht runterfliegen. Oh, jo! War das da Spawn? Haha. Dass uns keiner nachspionieren kann. Haben wir diese Luke wieder. Lol. Ist da unten. Lol. Schaut aus. Wir können da weiter, oder? Ja, und. Also, ich traue mich wetten, dass ich da eh sicher nochmal herkomme. Weil ich irgendwo fehle. Dann können wir uns das dann beim zweiten Mal anschauen. Oh, nice. Das wäre natürlich richtig OP stark, würde ich das jetzt hier schon schaffen. Okay, das war jetzt nicht das Allerschwerste. Oh, ich bin so verkrampft gerade in meiner Hand. Okay, nice. Nice. Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie es weitergeht. Und ich weiß bis jetzt, dass es nicht so schwer da hinten wird. Die Map ist überhaupt nicht schwer, außer ein paar Ausnahmen. Ich verstehe nicht, wo das bitte Master Level sein soll. Wenn das immer nur am Anfang des Levels so richtig kackschwer ist. Und mit solchen Zeitsprüngen. Weil das ist das Einzige, was schwer ist in der Map. Sonst. Nein, nein, du sollst wiederbeleben. Ha, habe ich das gesagt, dass du das darfst? Na gut, das habe ich, aber. Oh, Jesus, Alter, was ist los? Was ist los? Mich nennt man auch den Profi. Wenn ich das vielleicht schaffe, aus dem Level vor den 10. Paar zu kommen, vielleicht luxen wir mal. Meint der Raffel vielleicht den Sprung, so ein Dreier? Weil dank diesem Sprung habe ich mich heute richtig krank verletzt, Alter. Ich habe heute noch einen Unfall gelitten. Also ich kann es euch eh mal erzählen. Der Raffaello hat mir diesen Sprung in Real Life gezeigt und ich habe es wieder mal so richtig krass getan und denke, ich wäre ja voll easy und springe mal so richtig weit und rutsch aber mit meinem rechten Fuß so aus und ja, flieg genau mit meinem Knie auf den, also rutsch genauso mit meinem Knie auf dem Asphalt. War nicht so schön. Fand ich nicht so atemberauschend. Fand nun ja natürlich. Du. Und ich dachte mir so, what the gosh is going on here? Ist gedreckt, nab, learn to aim, learn to play, learn to jump, learn to speak. Schnauze. Schnauze! Siehst du, oh, hört doch nicht auf. Ich glaube, der Raffaello meint wirklich den Sprung, weil sonst. Er hat gemeint Dreiersprung und einen nach oben. Jetzt muss ich mal schauen, ob das ein Dreiersprung ist. Es muss ein Dreiersprung sein. Wenn Vierersprung und eins nach oben geht er gar nicht. Es kann eigentlich nur Dreiersprung nach oben sein, weil sonst. Außer er meint. Außer er meint noch einen. Da müsste man immer so eine dritte Perspektive einbauen. So von der Seite, dass man immer sieht, wie ich fehle. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Sonst sieht man nämlich meine Fails. Sonst sieht man nämlich, wie der Boss am Verlieren ist, ja.
Tschum, oh Junge. Learn to aim, learn to jump. Oder meint den hier. 1, 2. Ah, vielleicht meint er den hier. Super, jetzt krieg ich nicht immer Goldäpfel. Ich hole mir einfach nur Pärpfel. Aus der Game Mode. Mann, und sowas hält mich dann wieder auf zu gewinnen. Ja, ich werde so nie fertig. Nie. Never ever. Da meine Maus ist schon. So. So. Mann, dieser Drecks. Verkackte Sprung. Okay, ich nehme alles zurück. Es ist doch nicht so einfach, wie ich mir eingeredet habe. Ist doch ein. Yes, Baby! Oh, jetzt könnte ich mir Goldapfel holen. Oh, die Lags des Todes. Das sieht man jetzt, glaube ich, besser so. Nein, jetzt spricht er nichts runter, weil wenn ich da irgendwie aus der Map oder so fliege, also ist nicht so aus der Welt, sondern aus. Was für ein Bug ist das? Ich trinke. Ah, ich. Was ist mit meinem Deutsch los? Ja, schön. Schön. Renn weiter. Ja, dann hoffentlich hatte ich diese kurze, also kurze, ist die Folge so. Hoffentlich hat euch diese Folge gefallen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao.